Ballade der Recken. Nachdem du die Prüfung auf dem vergessenen Plateau bestanden hast, gibt es jetzt nur noch einen Ort, wo du hin musst. Dem Todesberg. Dort bin ich jetzt. Und ich muss hier hin. Jo. Alle Zweifel sind aus dem Weg geräumt. Es ist ein Schrein. Dann wollen wir den mal aktivieren. Dakakama-Schrein. Ein neuer Portpunkt. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Dakaka. Im Namen der Göttinheile sollst du geprüft werden. Flugdauer. Okay, es ist ein kurzes Rätsel. Wir können mal gucken, was wir machen können. Ich muss erstmal hier rauf. Warte. Ich muss auf den großen Block rauf. Und jetzt muss ich hier reinfliegen, ne? Ja. Damit wäre der Schrein ja eigentlich schon geschafft. Die Truhe habe ich jetzt nicht geholt. Das hole ich mal irgendwann nach. Du hast meine Prüfung gemeistert. Du bist ohne Zweifel der auserwählte Held. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Sie werden dir alles abverlangen. Geil. Auf dem Krater also. Das erste Bild habe ich sofort erkannt. Dieses Licht. Ob es auf Besucher reagiert? Reagiert es auf mich oder... Oh? Oh, noch jemand in dieser Hitze unterwegs? Stell dir die Hitze, setz dir die Hitze auch nicht zu? Ich weiß ja, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber ich sorge mich um dich, junger Mann. Hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Ja, hab ich. Oh, ich wusste es doch. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme, verwandle ich mich ganz schnell in ein Brathähnchen. Genug davon. Sieh nur eins der Monumente aus dem unvollendeten Lied meines Meisters, aber das weißt du ja mittlerweile. Oh. Du wiederholst dich gerne, Bro, oder? Ach ja, ob mein Meister an diesem Ort über das Lied nachgedacht hat? Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse, Erendaruk, so höre. Rudania windet sich im Feuer glühen, folgt nur dem heißblütigen Retten kühn. Oh, geile Mucke. Größere Kräfte noch zu ergründen. Folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, den Giganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen. Es gilt, die Lichtrinne des Vulkans zu durchfliegen. Es geht der Lava Hitze zu ertragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Geil. Der Startschuss ist gegeben. Und was meinst du? Das ist bis jetzt dein bestes Stück, muss ich mal sagen. Das ist wirklich das Erdaruk richtig. Wow. Ich glaube, ich verstehe die Recken jetzt besser. Ich bin kurz davor, alle grundlegenden Verse zu vervollständigen. Ich kann den Heldenmut der Recken jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Oh. Mein Meister sagte immer, dass man reisen und mit anderen sprechen muss, wenn man ein gutes Lied schreiben will.
Also folge ich nun seinem Rat und spreche mit vielen Leuten. In Koronia habe ich Yunobu und Bludu getroffen, die etwas über den Recken der Koronen wussten. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Oh. Ihre Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die grundlegenden Verse des Liedes fertigzustellen. Und die Geschichte werdet ihr am Ende wieder sehen können. Hier oben auf dem Todeskrater soll wohl die erste Mission sein. Ich denke mal, das ist die Mission mit den Lichtringen. Jo. Dann lass uns direkt mal starten und einfach durchfliegen, würde ich sagen. Wobei ich hier oben starte. Oi! Nicht so, Link. Nicht so. Nicht so. So. Oh Gott. Das ist ja ekelhaft. Was ist das denn für eine eklige Ring-Challenge? Halli, Julia, Alter. Wie soll man denn da durchfliegen? Das ist krass, Alter. Muss ich es also durchfliegen lassen, so. Jetzt hier. Durch den nächsten Ring. Und durch den großen Ring. Komm. Das schaffen wir. Mit größter Sorgfalt und Genauigkeit genau in die Mitte durch. Geil. Im toten Winkel. Gut, gut. Gönnen wir uns. Ich glaube, hier muss ich gegen springen. Ja. Nun, wir müssen uns immer da aufhalten, wo keine Flammen sind. Sprich im toten Winkel. So, also. Interessante Challenge, ne? Oh, jetzt müssen wir uns einmal nach... Ah, was ist das denn? Betrug. Wenn ich erstmal Zelda Tears of the Kingdom spiele, ist es erstmal übelst ungewohnt, dass wir die Reckenfähigkeiten nicht mehr haben werden. Aber dafür haben wir eine andere. Und ich hoffe, es gibt wieder so eine Fähigkeit, wo man in die Luft springen kann und diese Kletterei los zu sein. Oh, und da hat er eben gerade verkackt, ne? Beim Herumspringen an der Seite. Warum springt der auch, dieser blöde Depp? So. Ich glaube, hier oben ist ja. Sonst wäre ich runtergefallen. Das wäre mein Tod gewesen. So, es kann ja sein, dass da hinten irgendwie, ich weiß nicht. Nee. Da hätte eine Truhe sein können. Das wäre auch ein lustiger Tod gewesen. Wenn ich auf dem Dampfer gewesen wäre, dass da eine Truhe ist oder so, aber nee. So, und drauf hier. Erstmal hier unten durch. Hier ist gar nichts. Der Wächter, wenn der mich sieht, ne? Wenn der mich sieht, dann ist vorbei. Wir müssen hier wieder runter. Ja. Genau. Sein Vater, Alter. Komm. Hey, spring, Blödmann. Okay. Ich mach das jetzt anders. Ich knall die ab, bevor die mich abknallen. So.
runter. Gerade noch so gerettet und ja. Beste Taktik, Leute. Nein! Wie konnte das schon wieder passieren, Alter? Weil er einfach zu spät sein Gleiter zückt, ne? Dieser Dummkopf, ey. Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey. Der hat mich immer an den Eiern, ey. Ich habe aber nur noch eins, ey. Ich bin noch so ungefähr 5-mal gestorben. Also, Kopf hoch, Leute. Hier fahren die Plattformen wohl rum. Und von hier kann ich kein Cryo-Modul zünden. Toll. So, jetzt können wir erstmal hier auf die Plattform rauf. Wir würden sie erfassen, wenn wir durchspammen. Oh Mann, Digga! Warum ist sie nicht jetzt gespawnt, Digga? Ah! Erwisch sie! Warte, dann habe ich eine andere Idee. Ja, genau. Und dann fällt sie so runter, ey. Egal, wir haben die Truhe. Ein wunderschönes Feuergroßschwert. Super. Ja, wir sind drauf und können nun neue Cryo-Module setzen. Wir haben die Truhe ja schon. Boah, das reicht, glaube ich, auch schon, ne? Ja, perfekt. Haben wir die schön kaputt und gehen jetzt hier gesondert nach oben. Jupp. Er baut hier schön eure Eissäulen und dann geht er nach oben. So wird das gemacht. Yeah. Erster Schrein. Mission complete. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Zeichen von Rodanien Nummer 1 erhalten. Es gilt, die Lava-Hitze zu ertragen. Genau das werden wir jetzt tun. Da unten in der Lava ist ein Ring. Doch fliegt nicht direkt in die Lava rein. Ihr werdet sterben, Leute. Stattdessen landet ihr hier. Benutzt diesen Metallblock hier, um einen ersten Weg zu bauen. So kann man das auch machen. Oh, Leute, das war jetzt ein Aufnahmefail, denn meine Kamera hat nicht aufgenommen. Und die Capture Card auch nicht. Naja, hier ist ein Krog. Beim Grogo-Teich. Beim Eldenberg. Und hier unten, wo wir jetzt gerade reinfallen, war ein blauer Lichtreif. Da musst du auf so einer Metallplattform stehen und die Hitze der Magma ertragen, damit du den Schrein freischaltest, der da oben erschien. Und bevor wir jetzt zu diesem Schrein gehen, gehe ich zu diesen drei Goronen hier. So,
feurige Augen. Oh. Bin ich geschafft. Und beugen und strecken. Du bist unser vierter Bruder, der die Schneiklippen gemeistert hat. Darum hat Daruk, Recke der Goronen, diesen Ort gewählt, um zu trainieren. Wir sind die drei hitzigen Goronenbrüder und wir werden die Antwort finden, indem wir selbst hier trainieren. Was zum? Da schaut man eine Sekunde lang nicht hin und schon ist der leuchtende Ring verschwunden. Hier brennt die Luft. Der leuchtende Ring ist fort. Wie soll ich denn da trainieren? So verschwitzt bin ich froh, dass alles so gekommen ist. Ich könnte niemals auf Lava stehen. Tja, die drei sind schon witzig. Der Göttin Heilia sollst du geprüft werden. Flammenschutz Rinu Himika Schrein. Alles klar, Leute. Oh! Was? Ich wusste gar nicht, dass wir da schon getroffen werden können. Alter, hab ich mich erschrocken, Digga. Was? Definitiv nein. Da brennt es schon. Ja. Oh, so kann man die Flammen auch entfernen. Oder indem wir genau brauchen wir den vielleicht noch? Was? Die Flammen können auch da drunter sein sollen. Sich aneinander rausstapeln, dann einführen und durchlaufen. Hätte ich das jetzt gemacht? Basismodul. Dann können wir auch unbeschadet hier durch. Ja, easy. Wir brauchen, glaube ich, trotzdem beide Plattform, oder? Nein. Brauchen wir nicht. Schnell ändern. Wir brauchen den Felsenspalter nicht. Ich will lieber den Bumerang haben. Es war so, dass die Flammen uns nichts mehr machen können. Leider war das auch nicht so optimal, wie ich mir das jetzt hier vorgestellt habe. Wann? Perfekt. Ich musste meinen kompletten Controller dafür verdrehen, Leute. Danke zu der Bewegungssteuerung, Nintendo. Und mussten gegen so einen Ivarok kämpfen. Das ist Teil der Prüfung. Ja! Hey, was für ein großartiger Morgen! Liliana, hier? Willst du etwa dorthin gehen, wo der große Daruk einer seiner Heldentaten vollbrachte? Eine Heldentat? Ja! Denn wenn das so ist, ich folge ebenfalls dem Fußstapfen des Recken Daruk. Und ich hörte, dass der große Daruk am Dharmansee ein gigantisches Monster besiegt haben soll. Wie so ein gigantisches Monster wohl aussieht.
beschütze dich. Bin ich dabei, Ehrensache. Ihr habt den furchtlosen Darok vor euch. Wenn Hyrule in Gefahr ist, kämpfe ich mit. Das ist doch überhaupt keine Frage. Ich danke dir, Darok. Keine Ahnung, ob dieser Ganon damit zu tun hat. Aber in letzter Zeit gibt's hier immer mehr Monster. Und immer frecher werden die. Was ist mit euch? Außerhalb des Schlosses ist es gefährlich. Ich hoffe, ihr habt ausreichend Wachen dabei. Keine Sorge. Mein Vater lässt gerade einen neuen Leibwächter für mich suchen. Einer der Kandidaten soll der stärkste Schwertkämpfer des ganzen Reiches sein. Oh, oh. Sag bloß, das ist dieser. Was ist das? Schon wieder welche von diesen Wadenbeißern. Sie greifen irgendwen an. Prinzessin, ich erledige das mal kurz. Schwächlinge. Aber ich verstehe euch ja. Mit dem mächtigen Daru kann es kein Monster aufnehmen. Oh. Komm her. Wir wollten die Monster ans Leder, du armes Kerlchen. Ist der gut? Er ist unverletzt. Mann, das ist mir ganz schön peinlich. Als kleiner Kiesel hat mich mal ein Hund angefallen. Ein Mordschrecken hat er mir damals eingejagt. Seitdem drehe ich durch, wenn ich die Viecher sehe. Sogar der mächtige Darok hat eine Schwachstelle. Na sowas. Sagt mal, Prinzessin. Ja? Diese Verheerung, Ganon.
Das ist doch nicht etwa ein riesiger Hund, oder? Du musst mich immer wieder vom Hocker, Bruder. Daruks Schirm ist jetzt noch eine Nummer stärker geworden. Kannst du Kanon was von mir ausrichten, wenn du ihn siehst? Auf nimmer Wiedersehen, Schweinebacke.